viele Tiere hat denn der Zirkus? An die 90 Tiere. Darunter zählen Zebras, Dromedare, Kamele, Lamas, Ziegen, Emus, Pferde natürlich. Und alle Tiere nehmen auch am Programm teil? Alle können was in der Manege vorführen. Jetzt laufen nicht alle mit, also das wird je nachdem ausgewechselt, dass wir die Programme halt wechseln können. Und aber die ganzen Tiere arbeiten auch in der Manege, ja. Und was ist Ihre Aufgabe? Was ist Ihr Programmpunkt in dem Programm? Meine Aufgabe ist erstens, sich um die Tiere zu kümmern, dass denen gut geht, Heu haben, alles Mögliche, was das hinter den Kulissen betrifft. Und dann in der Vorstellung halt die Darbietungen mit den Tieren. Was speziell? Speziell ist jetzt Reck zu Pferd. Das bedeutet drei Pferde und drei Artisten, die oben sind. Ich mit meinen zwei Partnern machen da Kunststücke auf den Pferden und dann halt Freiheitsdressur. Sprich, das sind zwei Kamele, ein Dromedar und drei Araberhengste. Ja. Gibt es auch eine Art Tierschau oder? Tierschau ist in der Pause. Mhm. Und danach der Vorstellung ist noch Ponyreiten. Alles klar. So, jetzt noch eine Frage. Der Zirkus Probst, wie ich ja gehört habe und selber weiß, ist das erste Mal hier in Schweinfurt heute. Genau. Ja, wie finden Sie in Schweinfurt so? Also es ist eine wunderschöne Stadt. Ich war heute Morgen schon drin. Sehr schön und auch die Atmosphäre hier ist sehr schön. Ja, gefällt Ihnen Schweinfurt? Ja, es ist eine schöne Stadt. Werden wir den Zirkus Probst öfters mal sehen hier? Ich denke schon, dass wir jetzt regelmäßig herkommen werden. Und für die Zuschauer, wenn sie sich fragen, was hier immer so pieps und quietscht, das ist natürlich der Zirkushund. Wie heißt er denn? Ricky. Der Ricky. 3 Jahre alt. Ja, der will also spielen. Der Tal hält gar nichts davon, ein Interview zu machen. Nee. Stefanie Probst, jetzt hätte ich noch eine Frage. Wie ist es denn so, als Kind im Zirkus aufzuwachsen? Also, ich denke, was Schöneres gibt es gar nicht. Man lernt kann ganz Deutschland kennen und es ist eigentlich einfach schön. Wie ist es da mit Schule und so? Hat man dann einen Lehrer, der mitreist oder muss man sich da überall einschulen? Wir hatten einen Lehrer, der mit uns mitgereist ist eine Zeit lang und dann hatten wir die evangelische Zirkusschule von Nordrhein-Westfalen. Da haben wir auch unseren Abschluss gemacht. Also das heißt, ihr seid immer punktmäßig irgendwo dann in der Schule im Jahr? Oder wirklich? Die kommen zu uns am Platz, 3-mal in der Woche, manchmal auch nur 2-mal. Der Rest ist Hausaufgabe und dann halt über Internet Fernunterricht. Und wie ist es so mit Freundinnen oder so? Das ist jetzt schwer. Also Freunde kennt man jetzt, Artisten, die jetzt saisonbedingt hier sind. Da schließt man Freundschaften, aber so von außerhalb ist ganz schwer am Zirkus. Weil man keine Gelegenheit hat. In einer Woche kann man sich nicht kennenlernen. Also so feste Freundin oder so ist schwer? Das geht nicht. Das kann man nur innerhalb des Zirkus. Also in der Woche kann man keinen besten Freund finden. Ja, aber Ihnen gefällt es trotzdem im Zirkus? Ich liebe das Leben, ja. Ja. Also es gibt ja auch nur 5 vielleicht. Ach, das heißt, die Bullen haben die Hörner nach unten und die Kühe nach oben? Ja, meistens ein bisschen dicker und nicht so geschwungen. Also nicht die einfach unten. Sieht man jetzt auch an ihm. Es wird auch ein Bulle, es wird auch eine Kuh, die legt sich auch so ein bisschen nach oben. Mhm. Der wird wahrscheinlich noch nach unten gehen hier. Und was sind das jetzt für Rinder? Watussis. Watussi-Rinder sind das. Wo kommen die her? Aus Afrika.
aus dem Madusiland. Ja. Das andere sind zwei Yaks hier, die zwei Schwarzen, weil der Schwarz-Weiß und der Schwarze. Mhm. Und das ist ungarisch. Und haben die auch einen Programmpunkt in ihrem Programm? In ihrem, mhm. Was machen die? Die machen mit dem großen Exotentableau von meinem Vater. Mhm. Und da laufen die mit. Ah ja. Das sind Tiere aus 5 Kontinenten und 12 verschiedene Arten. Sind die eigentlich schwer zu dressieren, solche Watusi-Rinder? Also es gibt nichts, was schwer zu dressieren ist. Man muss den Tieren nur die Zeit lassen, dass sie es machen wollen und dass sie es begreifen. Und dann ist eigentlich alles. Ja, man hat ja gesehen an der Kuh Yvonne in Oberbayern, die ja doch sehr gelehrig war. Haben Sie es mitbekommen im Fernsehen? Oberbayern? Die, wo weggegangen ist, abgehauen ist. Die, wo sie versteckt hat, dass Reh, wo ein Reh sein wollte. Ja, das haben wir mitbekommen. Also das ist jetzt auf dem Gnadenhof oder so, ne? Ja. Also sieht man, dass die Kühe gar nicht so dumm sind, wie sie mir hingestellt werden. Die sind nicht dumm, also nee, Tiere sind überhaupt nicht dumm. Also ich denke, kein Tier ist dumm. Vor allen Dingen Schweine, wo man sagt, du doofes Schwein. Ja. Schweine sind ganz intelligente Tiere. Was kriegt das Kamel jetzt hier zu fressen? Das kriegt Lämmermilch. Das ist von der Substanz ähnlich wie Kamelmilch. Sehr viel Fettgehalt und sehr gut als Ersatz für Kamelmilch. Jetzt kommt mir das Kamel schon ziemlich groß vor. Ja, das muss noch ein Jahr ungefähr die Flasche kriegen. Also wir kriegen das ungefähr ein Jahr lang. Mein Baby ist größer. Ich bin also jetzt im Zirkus, Probst, und habe dann Herrn Thun vor mir sitzen, den Organisator von der Zirkustournee. Herr Thun, was können Sie mir denn so über den Zirkus erzählen? Wie viele Tiere, wie viele Artisten? Was ist hier los? Was muss auf die Beine gestellt werden, um so eine Vorstellung am Abend auf die Bühne zu bringen? Ja, der Zirkus Probst, den Sie hier stehen sehen, der zum ersten Mal in Schweinfurt ist, gehört zu den letzten Großzirkussen hier in Deutschland. Und wenn ich Großzirkus sage, bedeutet das, dass der Zirkus einen Tierbestand mitführt von 90 Großtieren aus 5 Kontinenten, dass wir einen Personalbestand haben von knapp 80 Menschen, die auch aus mehreren Ländern, auch aus mehreren Kontinenten kommen, so wie unsere Künstler aus Kuba, aber auch hinter den Kulissen, also nicht nur in der Manege, sondern auch hinter den Kulissen sind hier sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, um diesen Apparat logistisch auch zu befördern, aufzubauen, zu unterhalten. Es gibt die Tierpfleger, es gibt Zeltarbeiter, Kraftfahrer, Handwerksleute, wir haben einen anerkannten Elektriker zum Beispiel, einen ausgebildeten Kfz-Mechaniker, die Verwaltung und Organisation, das ist ja auch ganz wichtig, die Reklametruppe, die dem Zirkus im Prinzip immer vorausreist, die dafür sorgt, dass überall die bunten Plakaten aufgestellt und ausgehängt werden, damit die Leute rechtzeitig sehen, der Zirkus kommt. Also das ist, ich sage ja immer, eine kleine rollende Stadt, die sich hier für einige Tage dann hier niederlässt. Und man kann eigentlich sagen, in der heutigen Zeit ist ein Zirkusbetrieb ein Anachronismus, weil es eigentlich gar nicht sein könnte. Sie können sich vorstellen, dass der Kostenaufwand für die Erhaltung eines solchen Apparates gerade in der heutigen Zeit sehr groß ist. Denken Sie alleine an Kraftstoff und an Energie. Jeder Haushalt merkt, dass das alles von Jahr zu Jahr teurer geworden ist. Und für ein Unternehmen wie der Zirkus Probst, das mit 45 Großtransporten alles, was hier steht, kriegt und lebt, von Stadt zu Stadt transportiert, muss natürlich in einem Jahr, in einer Saison von 11 Monaten mit ca. 50 Städten, natürlich enorme Kosten aufwenden, um das zu realisieren. Der Zirkus braucht Wärme, der Zirkus braucht Licht. Auch die Kosten haben sich in den letzten Jahren explosionsartig erhöht. Nur unser Problem ist darin, damit tun wir uns tatsächlich schwer, dass es nicht möglich ist, um diese Kostensteigungen an unsere Kunden, an die Besucher weiterzugeben. Denn der Zirkus ist eine Unterhaltungskunst, die sich auf das ganze Publikum richtet, auf die Familien richtet. Und gerade die Familien haben es tatsächlich teilweise auch nicht so breit. Können sich also, wenn sie weggehen möchten, auch manchmal solche Beträge gar nicht leisten, sodass wir mit unseren Preisen eigentlich diesen Kostenentwicklungen immer hinterherhinken. Wir haben unsere Eintrittspreise seit 6 Jahren nicht erhöht. Wir machen extra auch jetzt hier am kommenden Donnerstag einen Familientag, wo der allgemeine Eintritt für Kinder oder Erwachsene ist gleich nur 8 Euro kostet. Das ist ein super kalkulierter Preis.
eigentlich für uns gar nicht kostendeckend ist. Jeder Finanzberater würde uns wahrscheinlich sagen, sag mal, es tickt bei euch nicht mehr richtig. Das müsste man doch mindestens verdreifachen. Nur, dann brauchen wir uns keine mehr hinzustellen. Große Gewinne sind auch in der heutigen Zeit mit einem Betrieb wie der hiesige gar nicht zu erzielen. Gerade hier, dieses Unternehmen hat eine große Tradition. Die Familie Probst, die betreiben das Unternehmen schon in der vierten oder gar fünften Generation. Und ja, die leben für den Zirkus. Gut, man kann auch gut davon leben, okay. Aber Reichtümer holt man damit nicht. Ich denke, dass für uns alle, das gilt für alle Menschen, die hier am Platz sind, ob das die Familie Probst selbst ist oder auch für uns, die hier beschäftigt sind, egal auch in welcher Sparte, kommt da ein Stück Idealismus um die Ecke. Dass man als, es ist eine Kunst, es ist eine uralte Unterhaltungskunst, es ist ein Stück Kultur. Und im Gegensatz zu den anderen Ländern in Europa, die uns umringen, wie in Italien zum Beispiel oder in Frankreich, wird die kulturelle Status, die kulturelle Seite des Zirkus hier nicht wahrgenommen. Also der Zirkus hat den Status eines ambulanten Betriebes, wie ein Schausteller oder ein Markthändler. Das sind durchaus ehrenwerte Berufe, aber die kulturelle Komponente der Zirkuskunst, die ja sehr alt ist und auch, wenn Sie so möchten, völkerverbindend ist, die wird hier vollkommen ignoriert. Und deswegen müssen wir diesen großen Betrieb wirklich aus den Einnahmen unterhalten. Und das erfordert auch außerhalb der Manege sehr viel Fantasie und auch ein sehr großes Gefühl für Balance und Gleichgewicht. Vielen Dank, das war ja sehr ausführlich. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne.